Warum läuft der mit Wasser voll? Moment mal, was ist denn jetzt passiert? Moin, Sen, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Subnautica. Und ich habe das Versprechen aus der letzten Folge eingelöst. Ich habe offscreen mal ein bisschen das Lager vergrößert und vor allem das Lager auch entsprechend eingeräumt und die Schilder auch mal angebracht, damit wir jetzt hier auch mal wissen, was jetzt in diesen Schränken eigentlich genau drin ist, damit ich nicht immer an den falschen Schrank laufe. Jetzt muss ich mir noch angewöhnen, dass ich vorher das Schild lese, bevor ich irgendwo hinlaufe. Ja, aber das ist jetzt eigentlich ganz gut. Ja, ich kann ja mal kurz erklären, wir haben hier drüben die Ressourcen, die man eher so für technische Sachen oder eher ein bisschen seltener braucht, zum Beispiel Kupfer, Blei, Lithium, Gold. Dann kommen wir hier so langsam zum Silber, was man auch eher so ein bisschen für technische Sachen braucht. Dann hier eher so die Sachen zum Bauen, die habe ich direkt nebeneinander gebaut, also Quarz und Titan. Und ja, mir ist bewusst, manchmal braucht man zum Bauen auch Blei, aber das ist eher selten. Das ist ja nur bei Plattformen und beim Moonpool der Fall. Und dann haben wir hier die Sachen, die eher wertvoll sind in dem Schrank. Den habe ich jetzt hier nicht benannt. Da sind zum Beispiel Schwefel, Rubine und so drin. Das ist der Schrank, der wertvolle Ressourcenschrank, der hier ursprünglich stand, da hinten. Den habe ich jetzt hier weggemacht und habe den hier hingebaut. Hab den jetzt auch nicht benannt, weil das kann ich mir, glaube ich, merken, dass da die wertvollen Sachen drin sind. Nickel hat einen Extraschrank, weil ich davon ja doch relativ viel mitgenommen habe. Und organisch, das sind halt alle Sachen, die irgendwie organische Komponenten haben oder wie gesagt eben vom Planeten selber kamen. Jetzt also zum Beispiel die Tafeln, zum Beispiel die Alien-Technologie, die packe ich dann hier rein. Was jetzt eigentlich noch fehlt, ist ein Extraschrank für Ausrüstung. Der steht ja eigentlich hier schon, mehr oder weniger, ja. Was war das? Habt ihr das gesehen? Okay. Was war denn das gerade? Das war ein lustiger Bug. Er hat das Pad nicht hochgehoben. Interessant. Genau. Das ist ja der Schrank für Ausrüstung. Den würde ich dann demnächst auch noch gerne ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Und vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Der Kupferschrank ist jetzt natürlich nur zur Hälfte gefüllt, obwohl ich eigentlich sehr viel Kupfer mitgenommen habe bei der Farmtour. Warum ist das so? Weil jedes von diesen verdammten Schildern 2 Kupfereinheiten kostet. Man muss ja das mit Kupferdraht herstellen und das kostet ja, ein Kupferdraht kostet ja 2 Kupfer und das heißt, ein Schild kostet 2 Kupfer. Das ist ein bisschen viel, finde ich, für so ein Schild. Aber naja, gut, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 16, 18 Einheiten Kupfer reingeballert in dieses Lager. Eigentlich nur, um die Übersicht zu bekommen hier, ja. Das ist auch irgendwie witzig, aber naja gut, man muss auch mal ein bisschen keine Kosten scheuen, ja. Ich habe keine Kosten gescheut. Ach ja, und euch wird aufgefallen sein, dass ich den Fabricator auch hier ins Lager gebaut habe, weil das ja ein bisschen doof ist, wenn ich immer erst hier durchrenne durch die ganzen Räume und dann erst hier crafte und so. Da glaube ich, ist es schlauer, wenn wir den hier im Lager haben, dass wir, wenn wir irgendwas craften müssen hier, das direkt hier machen können, dann geht das viel schneller, sparen wir uns ein bisschen Weg und damit natürlich auch ein bisschen Zeit. So, jetzt habe ich natürlich sehr viel Zeit verquatscht. Die Batterien müssen allerdings auch noch aufladen. Eine ist schon voll. Das ist diese hier. Die nehme ich gleich mal raus. Und ja, was wollen wir eigentlich in dieser Folge machen? Ich möchte jetzt gerne mal so langsam der Story ein bisschen folgen. Das wäre mal ganz gut, wenn wir das mal schaffen könnten. Und ja, jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt muss ich erstmal was essen nochmal. Nochmal trinken. Wir können ja mal jetzt zu der Quarantäne-Plattform fahren. Zu der Quarantine-Enforcement-Plattform. Das wäre doch mal eine gute Idee. Und das machen wir natürlich mit dem Zyklopen, würde ich sagen. Ja, das machen wir jetzt ganz stilecht, reisen wir jetzt hier. Und ja, da würde ich doch mal sagen, machen wir das mal. Jetzt will ich mal gerade gucken, ist der eigentlich voll aufgeladen? Hat er eigentlich volle Energie? Wie ist denn das? Wie viel Energie hast denn du? 100%, jawohl, das sieht doch gut aus. Perfekt. Ah, Moment, eine Sache sehe ich noch, muss ich gerade noch machen, ganz schnell, weil mir das gerade noch eingefallen ist. Bevor wir jetzt losgehen, muss ich ganz schnell noch mal eine weitere Ranke einpflanzen. Das ist ganz wichtig. Muss man gerade schauen, kann ich das schon ernten? Ja, das kann ich auch schon ernten. Weil ich habe nur noch eine Ranke und die ist gerade erst gewachsen. So. Sonst können wir nämlich irgendwann den Generator nicht mehr mit Biomasse füllen. Der ist nämlich jetzt schon wieder inaktiv. Und das Umwandeln von Wasser in trinkbares Wasser, ne, und von Meerwasser in trinkbares Wasser, das braucht halt immer so viel Energie. Deswegen müssen wir da ein bisschen Auge drauf haben. So. Aber jetzt wird es auch gerade Nacht, das heißt, ich lege mich jetzt nochmal hin und schlafe.
Vielleicht sollte ich auch mal ein Bett im Zyklopen noch aufbauen. Das wäre vielleicht auch mal ganz schlau. Dann kann ich nämlich im Zyklopen auch schlafen. Das machen wir mal schnell noch. Wie viel brauche ich da immer? 2 Einheiten waren das, ne? Pro Bett. Brauche ich da im Moment. Hier, Bett. Ja, da brauche ich nämlich Fasergewebe. Stimmt, 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 stimmt. Jetzt muss ich nochmal gucken, was brauche ich nochmal für Fasergewebe? Moment. Fasergewebe. Ach ja, Schlingpflanzenprobe. Naja gut, da muss ich jetzt die Schlingpflanze, die gerade gewachsen ist, schon wieder weghauen. Hilft alles nix. Pflanze, du musst sterben. Ach komm, wir vernichten sie jetzt gleich, oder? Nee. Ich steck mal die 2 Sachen, die 2 Einheiten stecke ich mal in den Dings hier rein. Und die anderen 2, die nehmen wir mal zum Fabricator mit. Wie ich jetzt instinktiv wieder zum Eingang laufe, um an den Fabricator ranzugehen, ne? Macht der Gewohnheit. Ist ganz schrecklich sowas. Gewohnheit ist was ganz Schreckliches. Die wird man so schnell nicht los. Alte Gewohnheiten wird man schnell nicht los, ne? Das ist halt, dauert eine Weile. Jetzt wäre ich wahrscheinlich ständig zu dem Eingang dahin rennen, weil ich da zum Fabricator möchte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wo legen wir denn das Bett ab? Wo können wir das denn hinbauen? Wo ist denn überhaupt genug Platz für so ein Bett? So ein Bett ist jetzt ja auch nicht gerade klein, ne? Hier ist schon mal kein Platz mehr. Hier können wir ein Bett hinbauen. Schön beim Maschinenraum, sehr gut. Ja, bauen wir es mal hier hin. Kann ich auch gleich benutzen. Haha, alle Annehmlichkeiten des modernen Lebens finden sich in diesem U-Boot, kann ich da noch sagen. So, dann ist es jetzt wieder hell. Dann können wir nämlich auch was sehen, wenn wir rumfahren, ne? Das ist ganz wichtig. Dann haben wir jetzt hier auch die Möglichkeit zu schlafen. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir mal los, ne? Maschinen an. Ich bin gespannt, meine lieben Freunde. Ach ja, Moment, Ich sollte auch die Tafel mitnehmen. Ja. Wir haben ja schon eine violette Tafel. Weil sonst komme ich da, glaube ich, gar nicht rein. Weil vor der Quarantine Enforcement Plattform gibt es ja nur eine kaputte Tafel und keine intakte Tafel, glaube ich. Moment, das war hier bei organisch, genau. Da geht's schon los. Da bin ich schon wieder am Durcheinanderdengeln von den Sachen. Okay, jetzt geht's aber los, meine lieben Freunde. Jetzt geht's richtig los hier. Jetzt geht's endlich los. Endlich geht's jetzt los. Der Zyklop kann's auch kaum erwarten. Der sagt immer, willkommen an Bord, Captain. So, jetzt muss ich mal gerade orientieren. Wo müssen wir eigentlich nochmal genau hin? Ich orientiere mich mal an der Aurora. Oder beziehungsweise an meiner tollen Rettungskapsel da hinten. Genau, wir müssen da so hin. Da so. Am besten so nach Nordost, genau. Nordost ist eine gute Richtung. Da sollten wir auf jeden Fall ankommen. Vielleicht auch so ein bisschen an den Safe Shallows vorbei. Dass wir nicht noch auf Grund laufen mit dem Zyklopen. Das wäre ganz gut. Und ich kann ja hier mal den Trick machen. Dass wir hier so ein bisschen immer mal schneller fahren zwischendurch. Na, immer mal ein bisschen Gas geben. Wieder verlangsamen. Wieder ein bisschen Gas geben. Wieder ein bisschen verlangsamen. Wieder ein bisschen Gas geben. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich darf nur nicht vergessen, dann wieder zurückzuschalten zwischendurch. Ich glaube, sonst wird es ein bisschen kritisch mit dem Feuer. Da war, glaube ich, gerade irgendein Alarm, oder? Aber es war, glaube ich, nur ein Annäherungsalarm. Volle Kraft voraus! Ich weiß nicht, ob das wirklich schneller geht dadurch. Ich glaube schon, oder? Man fährt dadurch ein bisschen schneller. Ja, verdammt. Ja, alles gut. Fire Neutralisationssystem aktiv. Fire. Oh oh. Da wird gleich die Mucke actionreich. Kann ich eigentlich weiterfahren, während der löscht? Ich hoffe schon. Fahre ich eigentlich noch? Ne, ich fahre gerade nach Osten. Ich bin ja nach Nordosten, Mensch. Komme ich hier rüber? Ja. Alles gut. Feuer gelöscht? Jawoll.
Nice. Es ist irgendwie ein bisschen komisch, dass der Feuer-Notfall-Löschknopf irgendwo hinter mir ist. Aber da erklärt sich natürlich auch, dass die KI mir gesagt hat, dass man eigentlich 3 Leute braucht, um den Zyklopen zu bedienen. Ja, weil eigentlich ist das ja voll unpraktisch. Ich meine, eigentlich müsste der Feuerlöschknopf ja hier vorne sein. Aber das ist halt, wenn da noch eine Person steht eigentlich an dem Bedienpult da hinter mir. Der steht dann vor allem nur für den Fall da, dass irgendwie Meldung gemacht werden muss, wenn da irgendwelche Schäden auftreten oder wenn da irgendwelche Larven sich rangesaugt haben, Larvae, oder wenn Feuer gelöscht werden muss. Für diese Fälle steht er da. Der hat wahnsinnig viel zu tun, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob da so eine Arbeitsteilung so sinnvoll ist, ehrlich gesagt. So eine sehr kleingliedrige. Weil der ja eigentlich nicht so viel zu tun hat dann. Das ist so wie so ein Job, der eigentlich überflüssig ist, so. Könnte auch automatisiert ablaufen. Theoretisch könnte so ein Feuerlöschsystem auch automatisch ablaufen. Ja, warum muss denn da einer stehen und das auslösen? Eigentlich, ich meine, Sprinkleranlagen lösen ja auch von selbst aus. Da muss ja auch keiner kommen und einen Knopf drücken. So. Und das macht ja eigentlich viel mehr Sinn. In so einer durchtechnisierten, futuristischen Welt, dass es ein System gibt, das eben erkennt, dass da was ist. So. Ne? Dass da Feuer ist und dass es dann löscht. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal auf Schleichfahrt gehen. Ich höre nämlich irgendwelche garstigen Viecher schon wieder. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob ich gerade überhaupt in die richtige Richtung fahre. Ich muss eigentlich auf eine große Wolke zufahren. Ich glaube mal... Ich bin im Void, oder? Bin ich schon im Void? Mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob ich schon im Void bin. Hm. Wo ist denn die Wolke für die Insel? Müsste die nicht eigentlich jetzt schon mal zu sehen sein, so langsam? Die Inselwolke. Ist das da hinten die Inselwolke? Nee. Das ist nicht die Inselwolke, oder? Dafür ist die irgendwie zu blass. Also, die Insel ist gehüllt in eine Wolke, in eine große. Ah, da vorne ist sie. Ich seh die Anomalie. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine schlechte Tarnvorrichtung. Von so einem Bird of Prey in Star Trek. Wenn man sich da so bewegt, dann verwaschen die Wolken so komisch. Da wäre ich jetzt beinahe in den Void reingefahren, ey. Oh. Das ist auch nicht so gut. Wenn man mal in den Void reinfährt, einfach so. Okay. Ich habe nämlich auch schon wieder die Ghost-Leviathane schreien gehört, dass... Irgendwer meinte, wenn der Ghost-Leviathan oder der Reaper-Leviathan, wenn ich die hören kann, dann können die mich auch hören. Das ist interessant. Auch wenn die so ganz weit weg, wenn die gar nicht zu sehen sind, dann können die mich auch hören. Ist ja krass. Ist ja verrückt, sehr beängstigend eigentlich. Aber sie finden mich trotzdem nicht, höhö. Weil ich schlau bin, weil ich hier sowas wie Schleichfahrt anmache. Ah, guck mal, jetzt wird das Wasser auch nicht mehr so trübe. Ich glaube, jetzt bin ich wieder richtig. Ich glaube, ich bin in den Void reingefahren. Geologisch tote Zone. Nee, warte mal, jetzt bin ich im Void reingefahren. Warte mal, wo ist denn jetzt... Wo ist denn die Insel? Oh ja, da kommen sie schon, scheiße. Ja! Das ist wohl ein Ghost-Leviathan. Scheiße. Dabei bin ich doch auf Schleichfahrt. Okay, vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, Schleichfahrt abzuschalten. Der bleibt aber ganz schön hartnäckig, der Knabe. Ich bin irgendwie gerade verwirrt. Ich habe die Insel nicht mehr gefunden. Ich muss mich, glaube ich, am Meeresgrund orientieren. Ah, da hinten ist sie! Da ist die Wolke. Oh Mann, ich bin dran vorbeigefahren einfach. Okay. Scheiße. ich sollte vielleicht mal den Zyklop reparieren, oder? Weil da sind ja auch Reaper an der Insel. Das könnte eine relativ schlaue Sicherheitsmaßnahme sein, das jetzt zu machen. Deaktivieren wir mal. Damage! Damage! Wir haben hinten Damage, aber das muss ich ja von außen reparieren. Oh Gott, ich muss aussteigen. Ich muss in diesen Gewässern aussteigen. Welch Wagnis!
Und auch noch hinten. Da, wo keine Luke zum Einsteigen ist. Zum Notfalleinstieg. Okay. Repaired. Hammer? Hammer alles? Hammer ist repariert? Alles wieder heile? Jo. War kein großer Schaden. Okay. Maschine. Oh, ich habe nur noch 86% Energie. Ist schon ein bisschen wenig wieder. So, da vorne ist die Wolke. Jetzt sehe ich sie wieder. Jetzt haben wir den richtigen Weg. Jetzt haben wir den richtigen Weg. Es war doch eher Westen gewesen. So Nordwesten war das. Das war Nordwesten, stimmt nicht Nordosten. Ah, Mann. Bin ich mir in die falsche Richtung gefahren? Natürlich. Natürlich. Warum auch nicht? So, jetzt sind wir mal gespannt, ne? Jetzt sind wir mal ganz wahnsinnig gespannt. Vielleicht sollte ich mir hier in dem Zyklopen auch noch einen Kommunikator aufbauen. Dann haben wir wirklich eine komplett unabhängige Base. Eigentlich. Weil wir werden jetzt ja höchstwahrscheinlich nur noch der Story folgen erstmal. In den nächsten paar Folgen. Ich bin mal gespannt, ob ich die Story wirklich so in einem Rutsch durchgedengelt kriege. Oder ob ich da noch ein bisschen... Ob ich da doch noch ein bisschen zwischendurch so was tun muss. Ich bin mal gespannt, in wie vielen Folgen ich die Story auch durchkriege. So. Da vorne ist die Quarantäne-Plattform. Wir können ja mal in diese unterirdische Dings reinfahren, in diesen Moonpool. Dann sparen wir uns, glaube ich, auch eine Tafel. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich kann es identifizieren. Ich weiß, was los ist. Ich habe voll den Durchblick. Ich bin nämlich ein Zeitreisender. Ich habe das alles schon mal erlebt. Ach ja, ihr habt mir übrigens auch den Hinweis gegeben, dass ich an mehreren Zeitkapseln vorbeigefahren sein soll. Vielleicht nach der Folge hier können wir das ja nochmal in Angriff nehmen. Da kann ich nochmal in die Folge reingucken, wo ihr mir das geschrieben habt. Und dann schaue ich nochmal, wo die lagen. Dann können wir das vielleicht auch nochmal machen, gleich direkt. Aber das machen wir jetzt nicht, das machen wir in der nächsten Folge dann. Haben wir schon mal was, was wir in der nächsten Folge machen können? Ich glaube, ich habe da gerade einen Reaper gehört. Wo ist denn hier jetzt nochmal der Moonpool gewesen? War der nicht hier? War der nicht hier direkt irgendwo? Oder muss ich da tiefer tauchen? Warte mal. War der nicht hier unten? Moonpool, wo bist du? Hallo? Ah, da. Oh nein, da sind die Warper. Ah, die können ja nichts machen, wenn ich hier im Zyklopen drin bin. Da ist er. Der Moonpool. Dann sind wir nämlich direkt in der Anlage drin. Hä? Warum hat er gerade gestoppt? Bin ich gerade gegen was gegengeraten? Oh, warte. So ist es gut, oder? Ich glaube ja. Ja. Motoren aus. Okay. Irgendwie hängt er so schräg. Aber er neigt sich ganz langsam wieder nach unten. Warum? Läuft er mit Wasser voll? Moment mal, was ist denn jetzt passiert? Wir haben doch noch volle Hüllenintegrität. Warum läuft denn der jetzt hier mit Wasser voll? Hä? Das ist aber ein Bug jetzt, oder? Das kann jetzt nicht richtig sein, glaube ich. Der ist nicht wirklich im Wasser jetzt oder vollgelaufen. Das wäre jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich muss mal, mir fällt gerade noch auf, ich muss gerade noch mal hier ein bisschen was essen. Essen, 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 essen. So, und die hintersten, die pflanzen mal wieder ein. Das ist immer so eine Sache hier. Okay, irgendwie geht's gerade nicht. Liegt das am Wasser? Ich glaube, ja, das liegt, glaube ich, am Wasser. Huch, nein, das wollte ich gar nicht. Hm. Na egal, wir lassen die mal eingepflanzt. Irgendwie ist es hier verbuggt in diesem Moonpool. Wahrscheinlich soll das nicht sein, dass man mit dem Zyklopen in so einen Moonpool reinfährt. Wer weiß. Komme ich hier überhaupt raus? Ja. So sieht's aber erstmal korrekt aus. Sieht auch sogar sehr cool aus eigentlich. Können ja mal diese komische Markierung für den Krebsanzug mal wegmachen, dass wir das besser sehen können.
Ja, hat was, ne? Wenn das so in so einem Alien-Hangar drin ist, der Zyklop, ist schon ziemlich optisch. Eine optische Optik ist es, wenn ich das mal sagen darf. Und was ich jetzt auch sagen darf, an dieser Stelle ist jetzt auch erstmal wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Subnautica. Dann erforschen wir hier diese Einrichtung. Ich meine, wir haben sie ja schon mal erforscht, ne, technisch betrachtet. Aber wir erforschen sie nochmal. Dann aktivieren wir hier diese Quarantäne. Und dann geht die Story los. Dann geht die Story so richtig los. Und dann, wenn wir das gemacht haben, wenn wir das hier aktiviert haben, schaue ich nochmal nach den Zeitkapseln auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao.